Diese Darstellung reduziert den Calvin-Zyklus auf die drei wichtigsten Teilaspekte: die CO2-Fixierung in blau, die Reduktion des Kohlenstoffs in grün und die Regeneration des Akzeptors in violett. Als nächstes wollen wir verstehen, was in den drei Bereichen genau abläuft. In dieser Abbildung sehen wir den Calvin-Zyklus im Detail. Als Orientierungshilfe haben die drei Teilschritte die gleichen Farben wie vorhin. Der Einbau des CO2s ist blau hinterlegt, die Reduktion des Kohlenstoffs grün und die Regeneration des Akzeptors ist violett markiert. Wir starten mit Ribulose 1,5-Bisphosphat oder dem Akzeptor. Das Molekül ist aus 5 Kohlenstoffatomen aufgebaut. Deshalb ist es ein C5-Körper. Mit C5 ist die Anzahl Kohlenstoffatome gemeint. Das CO2 bindet in dieser Position an den Akzeptor Ribulose 1,5-Bisphosphat und erscheint anschließend hier. Dafür braucht es das Enzym Ribulose 1,5-Bisphosphat-Carboxylase-Oxygenase. Weil der Name so furchtbar lang ist, verwendet man meist nur die Abkürzung Rubisco. Die Rubisco katalysiert also die Carboxylierung des Akzeptors. (5 + 1) = 6. Das Produkt der Reaktion ist ein C6-Körper. Dieses Molekül ist allerdings chemisch nicht stabil und zerfällt von sich aus in 2 identische C3-Körper. Der entstehende C3-Körper heißt 3-Phosphoglycerat. Das zuvor eingebaute CO2 liegt nun als Carbonsäuregruppe vor. Diese Carbonsäuregruppe wird zu einer Aldehydgruppe reduziert. Durch die Reduktion wird aus 3-Phosphoglycerat das Molekül Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Die neu entstandene Aldehydgruppe erscheint also auch im Namen. Für die Reduktion von 3-Phosphoglycerat sind Elektronen erforderlich. Diese Elektronen stammen vom NADPH. Sie werden auf 3-Phosphoglycerat übertragen und es entsteht Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Damit die Reaktion ablaufen kann, ist zusätzliche Energie in Form von ATP erforderlich. ATP und NADPH werden verbraucht. Das entstehende ADP und Phosphat sowie das NADP+ gehen zurück in die Lichtreaktion und werden dort regeneriert. Beide Moleküle haben eine Transport- oder Shuttle-Funktion.
Sie verbinden die Lichtreaktion mit dem Calvin-Zyklus. ATP transportiert Energie aus der Lichtreaktion in den Calvin-Zyklus und NADPH übernimmt die gleiche Funktion für die Elektronen. Das Ziel der Photosynthese ist Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Dieses Molekül verlässt den Calvin-Zyklus und bildet den Rohstoff für die Pflanzenzelle, um Kohlenhydrate, Proteine, Lipide, Nukleinsäuren und weitere Stoffklassen bilden zu können. Tatsächlich ist Glycerinaldehyd-3-Phosphat das unmittelbare Produkt der Photosynthese. Über einige Zwischenschritte wird daraus die Glucose. Und aus Glucose kann der pflanzliche Stoffwechsel alle übrigen Stoffklassen erzeugen. Glycerinaldehyd-3-Phosphat ist vielleicht ein kleines und unscheinbares Molekül, doch es sitzt an einer wichtigen Schlüsselposition. Der gesamte Kohlenstoff einer Pflanze muss durch dieses eine Molekül hindurch. Das gilt auch für den Kohlenstoff im Körper von Tieren, weil ihre Ernährung direkt oder indirekt von Pflanzen abhängt. Und selbst alle Kohlenstoffatome in unserem eigenen Körper waren einmal Teil von Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Zum Schluss bleibt noch die Regeneration des Akzeptors. Glycerinaldehyd-3-Phosphat besteht aus drei Kohlenstoffatomen und ist daher ein C3-Körper. Der Akzeptor hingegen, Ribulose 1,5-Bisphosphat, ist ein C5-Körper. Über ein Netz von biochemischen Reaktionen wird aus dem C3-Körper ein C5-Körper. Die meisten dieser Reaktionen befinden sich thermodynamisch nahe am Gleichgewichtszustand, weshalb der Umbau der Moleküle keine Energie erfordert. Die einzige Ausnahme ist die letzte Reaktion. Ribulose 5-Phosphat bekommt ein zusätzliches Phosphat angehängt. Dafür ist Energie in Form von ATP erforderlich. Auch dieses ATP wird über die Lichtreaktion wieder regeneriert.